Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight Killerline. Wir sind bereit und heute das erste Mal mit dem Geist für euch. Also ich habe schon eine Runde Geist mal gespielt. Er ist gewöhnungsbedürftig, aber nicht schlecht. Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es nicht, warum man zum Beispiel mit einem Geist campen muss. Hatten wir ja alles schon. Also, man muss sich dran gewöhnen. Aber es ist jetzt nicht so, wo ich sage, boah, Gottes Willen. Oh, es ist keine Krankenschwester. So, unsere Überlebenden wollen nicht. Merkt ihr was? Claudette. Danke. Das war automatisch, ich weiß. So. Läuft alles? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ich hoffe, ich übersteuere nicht oder ich bin zu laut oder zu leise. Aber ich denke mal, das sollte funktionieren. Ich muss halt bloß deutlich reden. Ne? Nee. Sollte ich ja sowieso mit meinem Akzent. Ne? So. Hast du einen gesunden Überlebenden, gewinnt er kurz an Geschwindigkeit. Ach, doch nicht hier. Na gut, dann geht's los. Schmeiß doch mal das dämliche Dreckding um. Oh, stand ich zu nah. Die Einwähl. Dumme Kuh. Wo ist er denn jetzt hin? Na ja, gut. Dann lassen wir es immer. Gucken wir weiter, weil der hier hinten war nämlich am Ruckum. Genau. Boost! Nehme ich die andere. Ich hasse das Hort. Danke. Nummer 1 hängt. Gleich. Das war mir klar. Ich würde auch gerne mal das hinter nochmal gehen. Und los, Mac. Mac. Die muss ich kaputt machen, leider. Ja, als Geist muss ich noch ein bisschen üben. Ich lasse mich wahrscheinlich auf die Serie ablenken, aber das ist nicht so schlimm. Lass die doch auch mal ihr gewinnen. Aber jetzt. Dann machen wir jetzt die nächste Palette weg. Nö. Machen wir nicht. Mitkommen. Jo, was ist los?
Haut da! Wollt mich doch alle auf den Arm nehmen heute, ha? Aber das ist... Oh, guck mal, was ist denn das? Was will das haben? So, na gut. Der Generator ist fertig. Hab dich, Dwight. Hä? Okay. So, nur drei hängt. So, und morgen. Die dürfen Oma retten, also so ist es nicht. So, dich brauche ich noch am Haken. Die ist leider auch schon weg. Ah! Muss dich an den Haken bringen, das ist meine Quest. Sorry. So. Angedatscht. Nichts gibt's. Nix gibt's. Ah, das war zu früh. Ich hab dich gleich am Haken. Hör mal auf zu zappeln. Danke. Oh, hier ist doch nicht wirklich noch eine Palette. Die hat er nie gesehen. So weit, wenn ich dich habe, bist du raus. Da war noch jemand.
Hast du tatsächlich noch eine Palette gefunden? Die machen wir gleich weg. Weil du ein Medikit hast. Ach so, Killer-Mitte spielen. Da hab ich eigentlich keine Lust drauf. Da hab ich keine Lust drauf. Meine Generatoren bewachen. Hey, schmeiß um. Was? Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich hab schon die zweite tot. Die Tore sind ganz böse. Sehen. Okay. Das Schlimme ist, ich muss mich ja erst aufdecken. Das ist ein bisschen nervig. Aber es ist okay. Die nächste am Tor. Das Tor wollt ihr also? Ich nehme jetzt einfach mal die Palette raus, ne? Nö, ich renne dir doch nicht hinterher bis zum Jordan. Am Arsch! Du hast die Palette nicht gewogen. Damit bist du tot. Ich habe zwar nicht alle gekriegt, aber immerhin. Ne? So, und jetzt hol ich raus mit dir. Ja, fein. Was? Sie muss so ewig mehren noch, bis sie rausgehen. Einfach. Sehe ich nicht. Verstehe ich nicht. So, ich habe aber meine Aufgabe abgeschlossen. Ist gut. Sehr schön. So, Punkte sind gut. Ein Punkt. Okay, ist in Ordnung. Wir sind Asche 3. Und unsere Überlebenden. GG. Und damit verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und freue mich auf die nächste Runde Dead by Daylight Killer Line. Bis dahin. Ciao.